wohl wahrscheinlich nicht geplant, wurde auch das Querhaus umgestaltet. Die eigens verstärkten Fundamente trugen nun massive Wände mit stark gegliederten und Bogenfenstern. In der Südostecke war bereits zuvor eine Doppelkapelle errichtet worden, aber auch nie die neue Gestaltung des Domes mit ein. Diese Galerie wurde nun auch am Langhaus ergänzt. Schließlich kam man Sie sehen auf jeden Fall mal, wo sie stand. Das bringt wahrscheinlich nichts, wenn sie solche. Ich komme zum Glück nach und es wurde 1853 gekommen. Diese Auseinandersetzung belastete seit Jahrzehnten das Verhältnis zwischen den sardischen Herrschern.